Thilo Sarrazin präsentiert sein neues Buch Der neue Tugendterror. Und das Medieninteresse ist groß. Nachdem der Ex-Bundesbankvorstand mit seinem ersten Buch Deutschland schafft sich ab, die deutsche Gesellschaft spaltete und nebenbei eine Millionenauflage erzielte, soll sein aktuelles Werk über die Grenzen der Meinungsfreiheit handeln. Die Inspiration zu seiner neuen Veröffentlichung habe er aus der gesellschaftlichen, medialen und politischen Kritik gegenüber seiner Person geschöpft, erklärt Sarrazin. Als ich erkannte, nach einer Phase persönlicher Betroffenheit, dass die Kritik an meinem Buch, letztlich auch an meiner der Person, dass er quasi systemisch war. Und daraus entstand auch der Bogen dieses Buches. Man versuche ihm die freie Meinungsäußerung zu verbieten, verdeutlicht Sarrazin. Und das, obwohl er in den unterschiedlichsten Printmedien und in mindestens 11 Fernsehsendungen seine Thesen, wie beispielsweise, dass Migranten faul seien, ausführlich darstellen und verteidigen konnte. Ja, also ich sage mal, wer mich also Rassist nennt oder der Rattenfänger oder ähnliches oder einfällt, mich nach der Irrenhaus zu sperren oder wegen Volksverhetzung anzuklagen, wer als Bundesminister sagt, solch einen also Bundesbankvorstand muss man jetzt zügig rauswerfen und ähnliches, wer das tut, will nicht, dass Thilo Sarrazin seine Meinung frei sagen kann. Auch die Politik wird zum Thema bei der Buchpräsentation. Zu der Frage, ob es denn wahr sei, dass er mit einem Eintritt in die Alternative für Deutschland liebäugelt, antwortet Sarrazin folgendermaßen. Also nach der spezifisch dazu Währungsfrage, die AfD gegenwärtig mehr der fachliche Kompetenz in ihren Reihen versammelt, als wir in den Spitzen von also CDU, CSU und SPD zusammenfinden. Das neue Buch Sarrazins, Der neue Tugendterror, hat einen Umfang von rund 400 Seiten und wurde von der Deutschen Verlagsanstalt publiziert. Bemerkenswerte Reaktionen hervorgerufen hat. Es ist aber